Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Projekt. Und zwar, wie ihr hier schon seht, Tomb Raider 2 The Golden Mask. Das DLC zu Tomb Raider 2, wie schon im nach Unfinished angekündigt, können wir uns natürlich jetzt auch direkt einmal um das DLC vom zweiten Teil. Und ja, es ist gerade ziemlich ruhig im Hauptmenü, das ist mir eigentlich gar nicht gewohnt, aber gut. Könntest du ja so ein bisschen mal das Hauptmenü analysieren, was so im Hintergrund abgeht. Ich finde es auch cool, dass da unten einfach mit Lippenstift einfach auf diesem Bild markiert wurde. Und Cold War Coming, ja, okay. Also wir werden nach einer goldenen Maske suchen. Das ist ja schon ziemlich obvious, aber ansonsten, ja. Mal schauen, was uns so erwartet. Ich würde sagen, wir starten direkt mal ins neue Spiel rein. Ich denke, es wird wieder kein Intro geben. Genau. Wir landen direkt im Wasser. So. Okay. Und da ist ein Hallo, ein Hai. Okay, alles klar. Warum ist denn da ein Hai? Was macht denn hier ein Hai? Geh mal bitte weg. Nein, nicht töten. Geh weg. Ich möchte das nicht. Geh weg, Alter. Lara? Hilfe. So, okay. Ich glaube, ich mach mal ganz kurz ein bisschen den Sound ein bisschen lauter. Das ist ein bisschen leise, echt. Sound. Musik mache ich mal lauter, auch wenn ich nicht weiß, wo die Musik sein soll. Dieses war, glaube ich, ein bisschen laut. Oh, hier 6. Bevor ich die Harpune davon hole, gehe ich jetzt kurz auftauchen. So. Oh Gott, Hilfe. Vielleicht muss ich mal speichern, wo wir uns gerade überhaupt finden. So, wie heißt denn das Level? The Cold War. Oh ja, gut, der Kalte Krieg, das passt ja ganz gut zu der Zeitung, die auch im Hauptmenü war. So, aber wir können es ja ganz gut gegen den Herr jetzt wehren. Oh mein Gott, bitte friss mich. Ist er down? Nee, der hat einfach nur keinen Bock mehr gehabt, okay. Oder kann man immer, ich glaube, man kann immer nur 3 pro Nachladen schießen, wenn ich richtig noch das noch richtig noch im Kopf habe. Ist es gerade einfach unser Ziel, den Hai zu töten, oder wie sieht's aus? Weil ansonsten sehe ich hier gerade nicht viel. Ah, sehr schön. Der wäre down. Aber es ist wahrscheinlich nicht unser Ziel gewesen. Aber hey, besser der ist tot, als was uns noch vorne laufen. Ein paar, Jaguare rum. Aber ich denke mal, an denen dürften wir es auch nicht allzu sehr stören müssen. Liegt hier sonst noch irgendwas im Wasser? Wir haben ja beim ersten Teil bei Unfinished Business ganz gut vorgelegt mit den Secrets am Anfang. Das war schon ganz cool. Ach, guck mal. Was ist denn das? Also, oder war das ein Secret? Das war natürlich ein Secret. Ja, es sieht aus wie ein Secret. Ja. Oder? Oder auch nicht. Was war denn das? Hä? Okay, was auch immer das war, es ist wunderschön, dass wir es haben. Naja. Da vorne war gerade was Grünes. Glaube ich. Oder habe ich es mir eingebildet? Das könnte ich auch sein. Nö, anscheinend habe ich es mir eingebildet. Gut. Da liegen aber Fackeln, die nehme ich gerne mit. Ja, ja, da unten. Hallo. Das Geräusch kennen wir ja schon vom Anfang vom Hauptspiel. So, und jetzt wollen wir uns mal um die netten Kollegen da drüben kümmern. Hallo. Oh, ich kann wieder in der Luft mich umdrehen. Ich liebe alles. Das ist alles wundervoll.
Ich mache nochmal kurz den Sound auf 7. Wieso keine Musik ist, weiß ich nicht, aber wir wollen es mal ignorieren. So gut es geht. Oh mein Gott. Glück gehabt. Was? Wo? Da. Komm her. Will der mich hier überraschen oder was? So, erstmal Fackel am Anfang, die wir auch was sehen. Never mind. Von wo? Da. Komm wieder her. Dass die immer wegrennen, ne? Komm angelaufen und renn dann weg. Hallo? Sehr schön. Da liegt noch ein bisschen Schrotflintenmunition. Kann man vielleicht hier hochklettern? Nee, okay, schade. Ist hier irgendwas dahinter? Ah nee, die guten alten leeren Wände und Gänge, die einfach Sackgassen sind. Das sind meine Lieblingsgänge. So. Okay, ansonsten ist hier glaube ich nichts. Nee. Oh Gott. Ich habe nur was vor mich, sich vor mir bewegen sehen und dachte mir so, oh, was passiert hier? Hilfe. So. Ist eigentlich voll schade, dass es hier keine richtige Story gibt in den DLCs. Das wäre schon ganz cool. Weil man kann natürlich... Oh mein Gott. Unser erster Tod? Nein. Oh, Glück gehabt. Das war knapp. Erstmal gegen die Wand gerannt. Aber ich habe überlebt. Alles gut, ich habe nicht mehr Schaden genommen. Ich dachte schon, es wird unser erster Tod. Aber nicht. So, was ich sagen wollte, man kann aus diesen ganzen Sachen eigentlich ganz gut Stories machen. Also zum Beispiel Unfinished Business, ne? Das, warum sie wieder zurückkehrt, was los ist und so. Dann jetzt hier Golden Mars, der Kalte Krieg. Das sind alles echt ziemlich gute, Stories, die man eigentlich gut benutzen kann. So. Die Kugel war jetzt relativ ungefährlich, weil die kam so vorbereitet herunter und so, die war ja einfach direkt im anderen Slot. Also ist jetzt nichts Krasses. Okay. Mal gucken, was hier so rumliegt. Okay, jetzt anscheinend nichts. Dann kann ich hier hochklettern vielleicht. Ja, wundervoll. Boah, ist das hell. Oh. Das ist eine sehr helle Wand. Was erwartet mich denn hier oben? Ein Medipack. Komme ich das so einfach oder werde ich jetzt vorher erstmal umgebracht, bevor ich das bekomme? Wie der sich da hinsetzt mit der Uzi, was soll das denn? Alter, das ist ein Arsch. Jetzt stirb doch. Meine Güte.
Oh, da ist ja noch einer. Hallo. Oh. Meine bestimmt Lieblingsmove. Mich vor den Leuten umdrehen statt dahinter. So, haben die irgendwas fallen lassen vielleicht? Oh Gott. Alter. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt. Ich meine, ich habe die alten Sounds vermisst von Tomb Raider 2. Die habe ich echt vermisst. Allein dieses Aha, wenn sie irgendwas auflöst, ist schon wieder so Liebe. Okay, aber die haben, glaube ich, nichts fallen lassen. Das heißt, wir können einfach weiterrennen. Okay. Halte ich nicht fest. Das ist vollkommen okay. Wenn du das nicht möchtest, musst du das aber nicht. Hallo? Ich wette, hier kommen gleich irgendwelche Kugeln runter, die theoretisch von den Typen hätten ausgelöst werden müssen, weil die ja drin waren, aber es nicht getan haben. Weil die einfach Glück der Welt haben. Was ist hier los? Warum zieht die Kamera hier so hin? Deswegen, so da musst du unbedingt hin. Aha. Ach, guck mal. Mhm. Ein Seitenschuss kann sie immer noch nicht. Das ist so ungewohnt. Weil ich ihn eigentlich immer nutzen will. Manchmal fühle ich mich verarscht. So, einmal nach oben. Ja, Seilbahn. Da liegt aber noch Medipack-Session. Seilbahn fahren ist super. Meint. Boah, ich bin so froh, dass ich wieder speichern kann, ohne Angst haben zu müssen, dass das Spiel abstürzt. Das ist so fantastisch. Ich liebe alles. Yay, tschüss, du blöder Falke. Du kriegst mich niemals. Habt ihr mir wohl mich bis hierhin folgt? Ja, tut er. Das sind sogar zwei. Mensch, drei. Ach, Mensch. Ja, ganz ruhig. Ihr kriegt alle noch ihr Fett weg. Gar kein Problem. Hör mehr. So, wundervoll. Okay. Gleich hier rein. Schade. Ich konnte es nicht aufschießen, aber durchrollen. Okay. Aber der Himmel ist voll schön. Magnum Munition. Ich meine, MP. Ja, naja, gut, egal. ja. So, ich brauche einen Schlüssel. Wo auch immer ich den herbekommen soll. Hier ist eine Kiste, die ich wahrscheinlich verschieben kann. Ja, aber wundervoll.
Okay, mal schauen, ob da irgendwas runtergerollt kommt. Ich hoffe mal nicht. Oder komme ich da überhaupt? Okay, das ist ziemlich tief. Da hat sich gerade eine Tür geöffnet. Da haben wir gleich die beiden Automatic Pistols. Wundervoll. Das wäre wundervoll. Oh Gott. Jedes Mal, wenn es irgendwo runtergeht, ich habe immer Angst zu sterben. So. Hier brauchen wir noch den Schlüssel. Da sind wir gerade lang gelaufen. Und hier gibt es einfach. Geht es, glaube ich, genauso wie einfach wieder raus, ne? Ah, der hat nachgezogen. Der hat ein bisschen gebraucht halt eben. Okay, gut, dann ist alles gut. Ich dachte schon echt, dass ich mich da durchrollen kann, aber nicht erst zerschießen kann. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Vor allem, weil ich nicht mal gewusst. Also, weil ich mich gewundert hätte, dass man sich durchrollen kann. Weil eigentlich kann man das ja nicht bei Tomb Raider 2. Oh mein Gott, das ist ein bisschen tief. Kann man das eigentlich überhaupt jemals in irgendeinem Tomb Raider? Ich glaube nicht. Also, dass man sich so durchs Glas rollt, also dass man, wenn man irgendwo vor dem Glas steht, sich halt so umdreht und dadurch das Glas zerstört. Hi! Wieso mache ich das immer? Erstmal Medipack nehmen. Und Schlüssel. Den weiß ich doch zu benutzen. Hast du denn da draußen für einen Sport, dass du so schwer atmest? Na ja, gut. Einmal bitte hier lang, genau. So. Dann hier hoch. Nein, hier war es nicht. Oder doch? Doch, warte. Moment. Nee. Nee, hier brauchte ich keinen Schlüssel. Der Schlüssel war da hinten irgendwo. Ich habe eine super Orientierung, der war hier direkt an der Seite. Guardian Key. Oh Gott, steht direkt vor der Tür. Ey, ich bugge ihn. Das war frech. So, nicht gegen die Wand rennen. Geht da bitte durch die Tür. Sehr schön. Die Sachen nehme ich gerne mit. So, direkt einmal speichern. Ach, die Tür war es, die sich geöffnet hat, ich wollte gerade sagen. Ich. So, erstmal habe ich mir das Medipack. Das ist wichtiger als der Typ. Das sind zwei. Die mich natürlich wieder abschießen können, ohne dass ich sie treffen kann. Ich weine gleich. Der Typ da unten hat mich gerade. Ach komm schon. Also bitte. Das ist ja wohl ein Witz.
Wie soll ich nach unten kommen? Also. Na gut, ich versuch's mal. Mehr als schief gehen kann's ja eh nicht, also. Ey! Ich wollte da gerade runtergehen. Von wo hat er mich abgeschossen? Von wo? Das ist ja wirklich unfassbar. So eine Frechheit habe ich ja noch nie gesehen. Oh Gott, ich bin fast tot. So, selber schuld, hast du verdient. Gut, aber bevor ich jetzt da hinten den Typ nochmal besuchen gehe, würde ich sagen, mache ich hier direkt einmal den ersten Cut für dieses Spiel, für diesen Part. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Tomb Raider 2 The Golden Mask. Und bis dahin sage ich ciao.